Ich glaube fast, wir müssen hier die Treppe rauf. Ja, warte mal schnell, lass mich noch. Ah, fuck. So geht das. Spürt das Adrenalin. Oh, wow, 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 wow. Nein, Alter, nein. Was? Nix. Ich tot. Ja. Ach du Scheiße, sind hier viele jetzt plötzlich. Woher kommen die? Das sind ja richtig derbe viele. Warte mal schnell. Ja, leck mich. Mach sie ruhig erstmal platt. Vorsicht, da geht's runter. Ich weiß, ich hab mich jetzt runter. Oder soll ich mich zur Wegmarke? Ich glaube nicht, dass ich dir da helfen kann. Okay, ich gehe zur Wegmarke, die ist ja gleich ums Eck. Scheiße, sind das viele, ich muss mich gerade zurück. Ne, ich bin dann aufgegangen, auf einmal zu so und da tot. Und die verkrüppeln die Wichser. Ach so, haha. Hehe. Ich weiß, warum ich so schnell sterb. Die halt meine ganze Rüstung ist im Arsch. Echt? Ja. Ja, das war's. Ich glaub, das... Ah. Darauf habe ich gar nicht geachtet, ob die Rüstung in Ordnung ist. Ah, die sind ja auch alle in Level über uns. Darauf habe ich nicht... Das sind ja alles Level 12er. Hm. Aber ich gehe jetzt nochmal schnell Wegmarke hier runter. Und was ist bei dir hier runter? Aschfurt Forum. Und du mich mal reparieren und meinen ganzen Plunder verkaufen und alles. Jo, schließ mich an. Oder, gut, Welches Level bist du jetzt? Ich bin Level 11. Immer noch 11. 3 Viertel. 11, 3 Viertel. Ja, knapp vor 3 Viertel, also noch nicht ganz 3 Viertel, aber gut. Ich hab gut was. Dabei. Kauft ihr was? Gut dabei, würde ich sagen. War auch. Mal gucken, ich glaube mittlerweile kann ich auch meine Rüstung reparieren lassen. Jo, ich tue jetzt halt hier mal meine Beinlinge ändern. Oh, im Haus geht's gerade mal wieder ab. Wer schlägt sich? Oh, Tschechien. Ist das immer lustig, wenn es hier abgeht. Da habe ich so einen Drang mitzumachen, ich weiß nicht. Hey, was denn? Na, ich würde jetzt echt gerne die Ding machen, meine Story Quest. Ja, ich Level 8. Ja, oder meine auch. Ja, dann müssen wir die mal machen, damit wir nicht immer zurück machen müssen. Ja, aber ich. Wo ist denn der Reparaturflitzer? Der ist da oben. Da oben? Gut. Ich habe nicht gerade ausgewechselt. Ja, ich sehe den noch nicht auf der Minimap. Kannst du in der Minimap übrigens auch rein- und rauszoomen. Ja, was ich ja fast vorschlagen würde, ist, dass ich jetzt trotzdem auf den Magier wechsle. Für die Eisenlegion. Weil, pass auf, der ist ja auch Eisenlegion. Denkst du, dass du... Hast du die Story-Quest schon gemacht? Die habe ich schon alle gemacht, ja. Ich bin schon sehr weit damit. Ich bin Level 14 oder 16 oder so mit der Story-Quest. Was hältst du davon? Ja, wenn du willst, wenn es dir mehr Spaß macht, wechsel zum Magier. Ich warte ja. Okay, auslocken. Charakterauswahl. Ja, und Aha. Dark Hitter. Spielen. Dissau-Plattau bin ich jetzt halt gerade. Hä? Aus Gruppe werfen, Crox LP. Ich komme jetzt gleich. Und die Ratte. Ja, weil jetzt nicht mehr wieder eine an. Ich schaue nochmal in meinen Kaffeekessel. Der ist leer. Krieg einen traurigen Blick, mein Kaffee ist leer. Mein Kaffee ist leer. Übrigens, an alle, die mich noch nicht so gut kennen, ich bin kaffeesüchtig. Aber nur so ein kleines bisschen. Ich würde auch nur für Kaffee töten. Ah. Ich muss sagen, auch Edzard... Im Let's Play, ihr habt es ja alles von dem Magier nicht mitgekriegt, aber mir macht er wesentlich mehr Fun. Deswegen habe ich jetzt auch gewechselt. Im Grunde habe ich bis jetzt... So schlimm ist das jetzt nicht, Wo oder? Bist denn...
Du? Ich bin hier. Oben. Freunde Ludwig Steiner in Gruppe einladen. Alex Cox. Da schau ja. Da bin ich. Ich tu nur mal schnell meine Eigenschaft vergeben. Okay. Weißt du, dass du Eigenschaften vergeben kannst? Sagen wir so, ich habe Eigenschaft 5 Feuermagie. Okay, gut, da passt ja. Ich erkläre das mal schnell an alle. Wenn man Level 11 ist, kann man sich ein Buch kaufen und man kriegt pro Level Eigenschaftspunkte. Und die kann man dann hier auswählen. Wie zum Beispiel hier Feuermagie, Luftmagie, Erdmagie. Ich habe Feuermagie genommen, weil die bumst einfach irgendwie am meisten. Der Blitz, der ist zwar nicht schlecht, man trifft immer mehr. Und da gefällt mir das aber irgendwie wesentlich besser mit dem Feuer. Der ist der Bums stärker. Und ich habe gern einen großen Bums. Steiner? Ja, ich lese mir gerade die Dinger durch. Aha. Ich bin gerade... tendiere ich zwischen Erfindungen... da hab ich und Schusswaffen. Also ich habe die eine Wegmarke da unten an dem Kristallstein noch nicht mit dem Account gemacht. Aber ich würde fast sagen, mach mal, treiben wir erstmal deine Story-Quest ein bisschen weiter. Ach fuck, ich glaube, ich brauche erst das Buch. Ja, ich muss erst das Buch holen. Ja, du musst erst das Buch kaufen. Nein. Das Buch gibt's an der Hauptstadt, wo wir auch starten. Nein, ich will aber nicht nochmal zurück, das bin ich zu faul. Teleporten? Ja, okay, gut. Ja, ich würde mich erstmal teleporten und wir teleportieren uns zum Wegmarke-Gewölbe. Wegmarke-Gewölbe, wo sind die? Gewölbe, die ist bisschen über... Ah, da ist auch noch eine unentdeckte Sehenswürdigkeit auf dem Friedhof. Wenn du aus dem Tor rauskommst, gleich oben im Norden. Die ist aber umkämpft. Ist die umkämpft? Die ist umkämpft. Wie wird die... Also ich kann da hin... Ich kann da hin... Ja, für uns ist es nicht mehr so schlimm. Ja, also, bewegen wir uns. Vorsicht, du wirst angegriffen vom Rotschleim. Like I give a fuck. Ich mach's hier mal kaputt. Okay. So. So, und du da hinten, dich machen wir mal ganz einfach hier. Ach so, ich drücke auf die falsche Taste. Kein Wunder, dass ich keinen Angriff ausführe. Ich wundere mich gerade, warum mache ich nichts? So, wo läufst denn du gerade hin? Ich bin da. Okay, Instanz. Ach ja, da testest du die Waffen. Mit welcher Waffe du am liebsten schießen möchtest. Kanone und so. Wo ist Erik? Mir egal, wer unsere Geisterlaufwaffe bekommt. Ich will nur, dass damit... Also ich habe der Eisenlegion die Waffe gegeben. Nee. Den alten Asche-Legion, weil die konnten die mobil auf... Eisenlegion. Anschleichen und aus nächster Nähe triviale kleine Treffer landen. Tragbare Töne habe ich gewählt halt. Besser als eure ja, das hört sich stark nach Asche an. Okay. Also lass mal angucken. Aufgepasst, Soldaten, ich bin hier, um die Waffentests durchzuführen. Ich bin Knorr Feuerbrand von der Asche-Legion. Gut, dass ihr da seid. Noch ein Wort von dieser dickköpfigen Blutfurie und ich hätte sie umgebracht. So lausig, wie ihr zielt? Bestimmt nicht, Ascheflasche. Galina Kantenmalmer, Blutlegion. Wenn ihr unsere Kanone gesehen habt, wollt ihr gar nichts anderes mehr testen. Macht ruhig. Testet die Kanone der Blutler zuerst. Ist immer gut, das Pferd am Schweif aufzuzäumen. Schön, dann fängt Blut an. Galina, wie wollt ihr meine Geisterlaufwaffe mit eurer Kanone kombinieren? Wir schießen Leuchtraketen ab und verhöhnen sie über Lautsprecher, um die Geister in Gruppen rauszulocken. Dann schießt ihr sie zu Klump. Klingt spaßig. Dann verhöhnt sie mal, bis euch die Schwänze abfallen. Ich hab meinen Finger am Abzug. So. So, und was bedient die Belagerungskanone? Das ist die große da oben. Das fand ich nicht so schön, weil das ja stationäre Kanonen sind. Ich hab die Tragbahn genommen.
Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt. Wacht auf, Geistermäuse von Askalon. Die Blutlegion ist da, um euch alles wegzunehmen. Wieder mal. Euer Land, euer das Leben Ziel ist unser. Recht doof, ihr werdet ausradiert. Ja. Tyria wird vergessen, die haben, dass es euer Arm ist. Das erinnert mich eher an eine Schrapnellladung, was die da haben. Ja. Wie so ein Mörser. Ja. Knochen eurer Armen. Adelberns Gruft ist unsere Latrine. Ich höre euch heulen, ihr glimmenden Böckchen des Versagens. Ja, das wollte ich auch gerade anmerken. Irgendwie. Da hinten kommen mal welche. Ich lasse mal durch. Das ist kein Gewitter, ihr wimmernden Würmer. Das ist Kanonendonner von Kanonen der Blutlegion. Knall ruhig drauf. Ich gehe in den Kampf. Zurück in die Nebel und bleibt dort. Hey. Endet eure Schmerzen. Wascher Schaden. Ah, die Kanone ist schon stark. Wenn ihr meint, dass ich kämpfe, ja, das schon. Die Rehwena ist immer die geilste, finde ich. Oder die Reva, oder wie sie heißt. Vor allem, ich habe ein Schild, pass auf. Zack. Ach, ist auch ganz cool, hält drei Schläge aus und dann explodiert und macht 129 Schaden. Hoffnungslos, hilflos, wertlos. Adelberns Armee ist ein Witz. Ein erbärmlicher, toter Witz. Kein Wunder, dass eure Stadt so leicht fiel. Was macht denn meine Mietze denn? Kein Wunder, dass wir euch lachend hinmetzeln konnten. Achso, die jagt eine Plüschmaus. Oh Mann. Die werfen mir hier viel zu wenig Gegner entgegen. Ja. Das zweite wird ein bisschen schwieriger, das sag ich dir jetzt gleich. Weil die machen deine Geisterlaufkanonen kaputt. Ich habe zum Schluss keine mehr. Ha! Wie war das, Knurr? Das müssen eure Türmchen erstmal schaffen. Das war große Klasse! Ich sollte Lehrstunden im Spotten bei Galina nehmen. Oh, und die Kanone hat auch gut funktioniert. Die ist cool, finde ich. Ich liebe dich auch richtig witzig, du. So. Geh mal zu Knurr Feuerbrand. Nicht schlecht, wenn man lauten, sinnlosen Lärm mag. Kommt schon, lasst mich euch zeigen, wie man die Geisterlaufwaffe eleganter einsetzt. Unsere Türme sind beweglich und haben große Feuerkraft. Ein einzelner Soldat kann bis zu drei davon auf dem Schlachtfeld aufstellen und das Feuer koordinieren. Ihr tötet also die Geister da, wo ihr sie entdeckt, statt sie zu euch zu locken? Genau. Für diesen Test haben wir Geister in einem Verbannungscontainer gefangen. Ihr platziert die Türme, wir lassen die Geister raus. Klingt wie ein solider Plan. Legen wir los. Ich hasse meine Ochsenhörner. Ja, leck mich. Nimm mir das voll auf den Senkel. Okay, Geschütz nehmen. Also ich habe sie hier unten platziert, aber irgendwie hat es dann nicht so gut geklappt gehabt. Ich habe auch einen weiter oben hingestellt gehabt, aber die waren recht schnell kaputt. Du musst trotzdem noch mit drauf klopfen. Du musst mit Knurren nochmal reden. Nochmal mit. Achso, mit ihm reden. Ich dachte, du müsstest jetzt hoch in den Container zerstören. Ah. Nee. Ah. Der lässt sie dann frei. Fertig! Lass die Geister los! Na los, wollen mal sehen, ob Eisen noch mehr kann als nur Pläne zeichnen. Ich tu mal strategisch ein bisschen Flammen setzen. Das sieht ja richtig effizient aus, also mir gefallen die echt mehr. Ja. Gefallen sie mir auch, weil allein wenn du schon logisch denkst, du kannst die Waffe dorthin mitnehmen, wo du die brauchst und nicht. Die Türme gehören euch. Ich bin voll. Passt sie ganz nach Belieben an. Sie sind tragbar. Und nicht dort, wo du verteidigst. Ich finde es echt Hammer. Also wenn er weitere Geister freilassen soll, muss es ihm sagen. Ach du Scheiße. Mein Inventar ist voll. Komplett voll. Hier, ich habe noch einen Erfahrungsverstärker.
Hui. Bank-Express-Zugriff. Ich setze mal wieder strategisch meine Flammen ein. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die echt stark sind. Also, ich finde die besser. So, und nochmal? Ja. Noch eine Runde? Runde. Gut, jetzt habe ich aber den großen Flammenschweifen nicht. Jetzt habe ich einen. Ich setze ihn da hinten, da kommen mehr runter. Schild. Ich werde nicht angegriffen. Ich schieß gar nicht, ich renn's mir gerade vor. Ja, ich hab sie aggro gezogen. Schlechte Idee aus Marke so drauf zu klopfen. Ah, man muss die Waffen besser ausrichten. Ah. Die drehen sich nicht. Beinisch. Das ist das Problem. Doch, die drehen sich ganz wenig nur. Eine ist kaputt. Ja, habe ich sie nicht nur ausgerichtet. Gegensatz zu anderen. Und ich sehe euch an, Gabina. Stellt euch nur vor, wie großartig sie jetzt im Kampfeinsatz sein werden. Aber es ist simpel. Die Aschetürme haben mehr gebracht als die Blutkanone. Wenn ihr es nicht seht, seid ihr auch simpel. So, jetzt. Tribunenmetzelklinge. Da. Ja. Okay. Eisenschütz. Und sag auch, dass wir die der Offizier an Deck. Tribun Metzelklinge, die Tests sind abgeschlossen. Ich habe alle Informationen, die ich für meine Entscheidung brauche. Wird ja wohl nicht zu schwer sein. Ihr hattet Glück, dass Galina und Knorr euch nicht in Stücke gerissen haben. Gut gemacht, Legionär. Also, welche Anwendung eurer Waffe verdient die Aufrüstung? Verzeihung, Tribun. Eine große Geisterarmee sammelt sich beim Aschfurt-Forum. Sie brauchen Truppen, um sie abzuwehren. Ach, gute Gelegenheit. Wenn ihr nichts dagegen habt, Brimstone, lassen wir sowohl Blut als auch Asche auf die Geister los. Auf jeden Fall. Je mehr, desto besser. Aber wer bekommt nun die Geisterlaufwaffe? Warum lass nicht beide? Lass kurz mit meinem Legionär sprechen, dann gebe ich euch Bescheid. Naja, ich habe den Verdacht, dass es zeitlich halt nicht zum Umrüsten